Lemuren gibt es in freier Wildbahn nur in und nahe Madagaskar. Durch Wilderei und Abholzung sind mittlerweile fast alle Arten der Primaten vom Aussterben bedroht. In diesem Waldstück im Osten des Inselstaats vor Ostafrika hat eine privat finanzierte Aktivistengruppe mehrere Hütten entdeckt, die illegalen Holzfällern als Unterschlupf dienen. In dieser Siedlung leben mehr als 100 Menschen, Frauen, Kinder und die illegalen Holzarbeiter. Wir müssen alle Hütten zerstören, um sicherzugehen, dass sie nicht zurückkommen. Die Holzdiebe zerstören nicht nur den Lebensraum der Lemuren, sie jagen die Tiere auch, um sie zu essen. Sie fällen alle Bäume und lassen nur einen in der Mitte übrig. Dann kann der Lemur nirgendwo anders mehr hin. Sie schütteln den Baum, bis der Lemur runterfällt, und dann fangen sie ihn. Andernorts ist die Erde verbrannt. Aus seltenen Hölzern wird hier illegal Kohle gewonnen. Und teils wird das seltene Ebenholz geschlagen und verkauft. 2008 wurde das unter Strafe gestellt. Doch für viele Menschen ist Holz immer noch eine willkommene Einnahmequelle. In gut einem halben Jahrhundert hat Madagaskar fast die Hälfte seines Waldes verloren. Und mit ihm werden auch die Lemuren immer weniger.